Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Ich habe ein bisschen gecraftet. Ich habe unter anderem der Aaron eine neue Rüstung gemacht. Da seht ihr, das ist eine elfische Rüstung. Ne, so ein bisschen als Lichtgestalt. Sieht eigentlich auch ganz nett aus, finde ich. Dann habe ich Sarah einen neuen Bogen gemacht. Ich habe die Bianca ein bisschen verbessert. Das war's auch schon so im Großen und Ganzen. Und jetzt gehen wir an den Kartentisch. Da sind ja wohl mittlerweile dann auch die Quests erledigt, denke ich zumindest mal. Zwei dürften abgeschlossen sein. Der eine geht da mit 16 Stunden relativ lange. Das ist diese Geschichte mit den Rissuntersuchungen durch die elfischen Artefakte. Da haben wir wohl offensichtlich alle gefunden und aktiviert. So, jetzt können wir hier wieder irgendwas. Beziehungen, Geheimnisse. Ach Gott, Kinder. Ich weiß nicht, was tun. Exklusives Training, ein Punkt. Solange unsere restlichen Truppen nicht aus der Arbor-Wildnis zurückkehren, sind wir hier ziemlich ausgedünnt. Ja. In der Tat. Geheimnisse. Erweiterte Studien. Erhöht die Anzahl der Forscher. Gewährt einen zusätzlichen EP-Bonus von 50% auf jeden untersuchten Gegner. Der auch... Oh, auch rückwirkend. Ja gut, dann... Mal gucken, ob wir gleich aufsteigen. Ha! So, da haben wir. Okay, so. Dann haben wir hier Familienwappen. Werter Inquisitor, ich hatte ja keine Ahnung, dass der Herold Andrastes auch ein Sammler ist. Ich habe euren Wunsch an die angesehensten Geschäfte in Valroyon weitergeleitet. Falls das alte Familienwappe von Lady Montelier auffindbar ist, werden sie es finden. Viel Glück, solltet ihr Gegenstände in eurem Besitz haben, von denen ihr euch trennen wollt, zögert nicht, mir erneut zu schreiben. Ich erwarte für den Winter eine wundervolle Sammlung Rivani-Hochzeitssiegel aus dem Zeitalter des Sturms und würde mich freuen, ihre Geschichte zu besprechen, falls ihr irgendwann nach Ghislaine kommen solltet, bla bla. Okay, also da haben wir das jetzt noch nicht. Was ist die... Hier, die Trauer? Inquisitor, ich muss unsere Untersuchung der Quelle der Trauer unter meine Fittiche nehmen. Dutzende Antiquare und Historiker betteln uns um Resultate an und es gab mehrere Versuche, selbige zu stehlen. Wir haben zwar noch nichts Endgültiges, aber die Forschung ist zumindest bei Verhandlungen mit Interessierten schon arm nützlich. Wir sollten sie sorgsam hüten. Gut, dann gehen wir jetzt mal raus, weil mir scheint, als würde, der Kallen ist ja noch unterwegs, mir scheint, als würden wir jetzt zu dem Wappen einen neuen Auftrag kriegen. Oder? Habe ich das Wappen jetzt? Tja, keine Ahnung. Er hat's nicht. Ja gut, dann gehen wir wieder rein. Ich hätte ja gedacht, dass wir jetzt noch einen Auftrag kriegen, damit wir dieses blöde Familienwappen ausfindig machen. War aber falsch gedacht, oder? Oh, ich gucke immer wieder dieselben an. Ich weiß es, Metalle sammeln alles. Nicht alles, was glänzt. Haus... Dorian hat seine Nachforschungen mit den Liberalum abgeschlossen und denkt... Dieser Delish-Elf, ja, der sich uns angeschlossen hat, ist äußerst eifrig, um es vorsichtig auszudrücken. Ja, das ist doch schön, oder? Die Delish besitzen enormes Wissen. Wir sollten uns geehrt fühlen, dass er bei uns ist. Das sehe ich auch so. Dorian hat seine Nachforschungen mit den Liberalum abgeschlossen und denkt, dass er auf eine Verbindung zwischen Korypheus und einem alten Magister namens Setius aus dem Hause Amlandaris gestoßen ist. Das Ganze wird schwerer zu beweisen sein und vielleicht zu nichts führen, aber es ist durchaus bemerkenswert, dass das Haus Amlandaris bis heute existiert. Allein die Behauptung, Korypheus und Setius wären dieselbe Person, könnte in Tevinter einen Skandal auslösen, den die Familie gewiss mit allen Mitteln vermeiden möchte. Liliana sagt, schickt ihnen die Information als Zeichen unseres guten Willens. Mal sehen, was sie damit anstellen. Und Josie sagt, erpresst sie. Sie würden zweifellos dasselbe tun, wenn unsere Position vertauscht werden. Wir schicken sie. Inquisitor. So. Ich denke, wir sind bald bereit, unseren Zug zu machen. Ja, das ist so. Stoffe sammeln. Gut, dann gehen wir nochmal auf die andere Seite. Die rote Jenny, pikante Verhandlungen. Kräuter sammeln. Ich gucke immer dieselben an, ich weiß es. Rache an der Geld. Ressourcen. Befolgung durch die Berge. Denkmal für Haven. Dagna, denk an deinen Mentor.
Ach komm, wir schicken da jetzt Liliana. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht, aber ist egal. Jetzt sprechen wir mal mit Josie. Wann haben wir denn nun dieses Familienwappen oder haben wir es nicht? Aber es ist egal, wir wollten ja sowieso die Gefährten jetzt durchgehen heute. Das hatte ich ja angekündigt. Ah, Stufe 21 erreicht. Ja, wunderbar. Das hängt damit zusammen, dass wir ja jetzt nachberechnet bekommen haben. Wo machen wir denn jetzt hier weiter? Halt. Genau. Wir machen Fiolmeister. Dank deiner Erfahrung im Umgang mit Elixieren weißt du Tränke und andere Verbrauchsgegenstände nun besser zu handhaben. Du kannst mehr von ihnen gleichzeitig mitführen und es besteht die Chance, dass kein Elixier verbraucht wird, wenn du eine Elixierfähigkeit aktivierst. Diese Fähigkeit wirkt nicht bei Heiltränken. Erhöhung des Trankmaximums 1%. Ja, das ist doch schön. Wunderbar, dann können wir noch ein paar Tränke mitnehmen, aber jetzt quatschen wir erstmal mit Josie. Hallo, Josephine, Süße. Es ist alles vorbereitet. Korypheus wartet am Tempel der Heiligen Asche auf euch. Gute Reise und viel Glück. Ja, war das jetzt schon alles? Es ist mir ein Vergnügen. Okay. Gut, dann haben wir es noch nicht. Also, gebt auf euch Acht. Ja, ich gebe auf mich Acht. Genau. Tja, weiß nicht, wie wir an dieses Wappen kommen. Oder haben wir da jetzt eine normale Quest bekommen? Lass mal kurz gucken, der innere Kreis. Wappensuche. Reise nach Val-Royaux, um ein Familienwappen der Montpelliers aufzuspüren. Ja, genau, das machen wir. Das machen wir, wenn wir mit den Gefährten gesprochen haben. Bei Varric wird es nichts Neues geben, glaube ich. Jetzt fragen wir ihn vielleicht doch mal nach dem Lyrium, oder? Ja, wird das heute noch was? Ich habe gerade etwas Zeit. Was kann ich für euch tun? Okay, noch eine Frage. Darf ich euch etwas fragen, Varric? Ihr wollt über mich reden? Ich bin gerührt. Außerdem neige ich zu extravaganten Lügen. Ja, das wäre vorerst alles. Mit dem kommen wir auch nicht so recht weiter. Kein Problem. Glaube ich. Dann reden wir nochmal über das rote Lyrium. Braucht ihr irgendetwas oder wollt ihr nur die Ausrüstung wissen? Ich wüsste gerne mehr über rotes Lyrium. Ich werde euch erzählen, was ich weiß. Okay. Was könnten die Templer damit vorhaben? Oh, das ist ja schon ewig her. In Kerbal wurde Kommandantin Meredith allein durch den Besitz des Lyrium-Götzen unfassbar stark. Verspringen? Jedenfalls, bis er sie in eine Lyrium-Statue verwandelte. Vielleicht dachten sie, die Macht wäre es wert. Möglicherweise waren ihnen aber auch die Konsequenzen nicht bewusst. Okay, das wär's erstmal. Ich denke, wir haben lange genug über rotes Lyrium gesprochen. Ja, ist auch nicht gerade mein Lieblingsthema. Ich weiß, Varric. So, okay. Und Solas, hast du noch was zu sagen, nachdem Flemeth jetzt da war? Mythal? Meine Liebe? Nein. Wir unterhalten uns später. Genau, wir unterhalten uns später. Sollten wir ihn nochmal nach Korypheus befragen? Ich meine, was soll der da auch noch beitragen? So, Dorian, hast du noch was zu sagen? Aber ich glaube, so langsam haben wir's. Da wären wir. Ja, erzählt mir vom Reich. Das hören wir uns jetzt an. Ich möchte euch etwas über Tevinter fragen. Ein beliebtes Thema. Möchtet ihr irgendetwas Bestimmtes wissen? Korypheus war ein Magister. Korypheus ist eine Figur aus der Geschichte Tevinters. Er war ein Magister. Ja, aber das war eine andere Zeit. Das Reich befand sich damals auf dem Höhepunkt seiner Macht. Der Bürgerkrieg war beendet und das Magisterium vereint. Seine Armeen verleibten sich die einzelnen Teile von Thedas wie Süßigkeiten ein. Dass die Magister die schwarze Stadt betraten, war ein Beweis dafür, wie außergewöhnlich Tevinter geworden war. Aber wer waren sie? Das weiß niemand. Es gibt keine Aufzeichnungen über einen Magister namens Korypheus. Das alles geschah vor 1400 Jahren, bevor uns die Verderbnis beinahe ausgelöscht hätte. Es gibt keine Aufzeichnungen. Und heute glauben die Leute beinahe, das alles wäre nur eine Legende. Zumindest habe ich das geglaubt. Wir haben Beweise, dass diese Legende überaus real ist. Aber nicht dafür, wer Korypheus ist, falls er sich daran überhaupt noch erinnert. Es gab immer wieder Familien, die behaupteten, einige dieser Magister wären von ihrem Blut. Doch das endete, als die Kirche auftauchte. Danach galt es als beschämend und diese Familien distanzierten sich von ihren Behauptungen. Alles, was wir wissen, ist, dass ein paar Männer und Frauen auf der Suche nach den alten Göttern die schwarze Stadt betraten. Doch was haben sie dort vorgefunden? Korypheus zufolge nichts. Und er ist der Einzige, der uns mehr erzählen könnte. Tja, das war alles. Das ist alles, was ich wissen Mir wollte. War aber so, Na schön. Als hätten wir
im Nichts oder... Ich sollte gehen. An irgendeinem Ort Informationen über Korypheus gefunden. Wer er war. Drachendrüse. Ist das alles? Oder haben wir noch mehr? Nö. Nur die Drachendrüse, so. Dann sprechen wir nochmal Vivienne an. Vielleicht hat sie uns jetzt irgendwas anderes zu sagen, nachdem er ihr die... Ah, jetzt guck mal an. Ja. Och, Kind. Nachforschen. Ach, vergesst es einfach. Nichts Neues. Dann gehen wir jetzt zu Cassandra. Und dann reisen wir nach Val Royeaux und werden versuchen, das Familienwappen zu besorgen. Das wird lustig. Aha, Cassandra, hi. Was benötigt ihr, meine Liebe? So, ich hätte gern euren Rat. Habt ihr irgendeinen Rat für mich? Korypheus sucht offenbar nach elfischen Artefakten. Ja. Das ist keine große Überraschung. Die Macht Tevinters beruht auf dem, was diese Geier von den Altelfen erbeutet haben. Welchen Vorteil auch immer er zu erlangen erhofft, wir müssen ihn unverzüglich aufhalten. Genau, und noch einen Rat? Habt ihr irgendeinen Rat für mich? Ihr müsst Korypheus aufspüren. Wenn er entkommt, wird er nur neue Kräfte sammeln und zurückschlagen. Mhm. Glaubt mir, genau das wird er tun. Welches wahnsinnige Schauspiel sich auch im Kopf des Magisters abspielen mag, ihr seid darin seine Erzfeinde. Ja, zu Recht. Ich will mir gar nicht ausmalen, was eine derartige Kreatur als nächstes aushecken würde, wenn man ihr genügend Zeit dafür lässt. Und nochmal den Rat. Habt ihr irgendeinen Rat für mich? Sagt diesem Dämon, diesem, wie nennt er sich, Cole? Sagt ihm, er soll verschwinden. Ach Mensch, Cassandra. Es mag ja sein, dass er nichts Böses im Sinn hat. Aber das heißt noch lange nicht, dass uns durch ihn auch nichts Böses widerfahren wird. Och, Cassandra. Geister sind keine Wesen, denen man blindlings vertrauen kann. Nehmt euch vor ihm in Acht, Inquisitor. Och, Mensch, Cassandra. Das wäre vorerst genau. Alles. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Auch hier gibt es nicht mehr allzu viel zu sagen. Dann laufen wir... Ah, Harding, kannst du mal was berichten? Na? Harding, sag was. Nö, sie sagt nix. Wie lange ich auch warte? Ah, jetzt doch. Inquisitor. Nachforschen. Haben wir alles schon? Gibt's was Neues? Ist irgendwas vorgefallen? Ich erhole mich nur. Schnaufe mal richtig durch. Das muss hin und wieder sein, um nicht den Verstand zu verlieren. Ja, da hast du wohl recht. Okay, dann gehen wir jetzt. Ich sollte gehen. Und sprechen mit dem Bullen. Bulle. Ihr habt ein paar neue Tricks gelernt. Mhm. All diesen imposanten Kram mit Feuer. Was? Und so. Ja, das eignet sich gut, um einen Gegner aus der Bahn zu werfen. Er ist komplett gebannt, weil ihr in Flammen steht. Und kriegt überhaupt nicht mit, dass er ihm gerade die Niere durchbohrt. Wenn Leute wie ihr zu so etwas fähig sind... Seid ihr der Herstellung von Guardlock vielleicht? Ach, der hat die Sprengfeuer, okay. Ist das, was ich mache, dem Guardlock wirklich so ähnlich? Das ist Sprengfeuer. Nein, tut mir leid. Was ich meinte ist, dass es ebenso komplex ist. Guardlock lässt sich besser lagern als dieser Kram, den ihr da macht. Außerdem ist es zuverlässiger. Und Zuverlässigkeit ist der Schlüssel, wenn man will, dass eine Kanone funktioniert. Zumindest... wenn sie einem nicht um die Ohren fliegen soll. Ich habe gehört, die Kunari sind äußerst bedacht darauf, das Geheimnis der Guardlock-Herstellung zu wahren. Warum ist das so? Es ist wie mit Armbrüsten und Langbögen. Langbögen sind besser, keine Frage. Aber es dauert Jahre, bis man richtig gut damit umgehen kann. Mit einer Armbrust hingegen kann jeder Idiot, der ein bisschen zielen kann, auch Schaden verursachen. Nichts gegen Varric oder Bianca, natürlich. Guardlock-Kanonen sind vielleicht nicht so imposant oder so leicht zu transportieren wie Magierfeuer. Aber wir können sie in großer Zahl herstellen. Und jeder Schwachkopf, der Befehle befolgen kann, kann auch eine abfeuern. Das Beste ist aber, sie werden so gut wie nie von Dämonen besessen. Ach, da geht's um den genau... um den Sturmreiter, um die Fähigkeiten. Gibt es Kunari-Krieger, die dasselbe tun, was ich tue? Wohl kaum.
Ihr verteilt doch diesen alchemistischen Scheiß auf eurer Kleidung, damit eure Haut nicht Feuer fängt, richtig? Versucht das mal, wenn ihr kein Hemd tragt. Versteht mich nicht falsch, ich bin mir sicher, ihr seid überaus vorsichtig. Aber ich bevorzuge es, mir meine Brustwarzen nicht abfackeln zu lassen. Eigentlich wollte ich mit euch über etwas anderes sprechen. Was habt ihr auf dem Herzen? Können wir noch? Also wie seid ihr zu dem Namen Eiserner Bulle gekommen? Ich habe ihn mir ausgesucht. Wir haben unter dem Kuhn keinen Namen, sondern nur, ich weiß nicht, Berufsbezeichnungen, schätze ich. Also gab ich mir selbst den Namen, der Eiserne Bulle, als ich nach Orlais kam. Aber warum dieser Name? Aber warum ausgerechnet Eiserner Bulle? Es mag euch vielleicht überraschen, aber ich schlage wirklich gern auf irgendwelche Dinge ein. Außerdem heißt es genau genommen der Eiserne Bulle. Ich mag den vorangestellten Artikel. Dadurch klingt es, als wäre ich überhaupt keine Person, sondern nur eine seelenlose Waffe, ein Werkzeug der Zeit. Eieieiei. Und das ist ganz nach meinem Geschmack. Ja. Also bei den meisten können wir nichts... Es war nett, mit euch zu reden, Boss. Bei den meisten scheint es nichts Neues mehr zu geben, sondern kann man halt all die Sachen, die man jetzt vielleicht noch nicht gemacht hat, und nochmal nachfragen. Vielleicht geben sie auch ein bisschen mehr Informationen raus. So, jetzt Sarah. Was geht's? Komm, jetzt erzähl mir mal von dir. Erzählt mir von euch. Ach, ihr seid an mir interessiert? Okay, auf bald. Ich rede gern mit Elfen, da wird sie wieder sauer. Wenn ihr meint. Wir wollen sie ja nicht verlieren. Ich weiß gar nicht, ob die auch von selber gehen. Ich glaube ja. Wenn die so gar nicht einverstanden sind, gehen die auch ganz von selber. So, Cole. Ein alter Name brennt in einer Rüstung, die nicht passen will, entfacht von den Gesichtern der Kinder, die er nicht retten konnte. Okay. Wir unterhalten uns so. Später. Auf bald. Dann haben wir noch Cullen. Ach Gott, wen wir ständig vergessen, ist der Blackwall. Den sollten wir vielleicht auch noch mal anquatschen. Zumindest kurz. Weil dessen Gefährtenquest ist höchst ungewöhnlich. Weiß allerdings nicht, ob wir das noch schaffen, den zu kriegen. Ah, bist du sauer, Cullen? Oh. Was ist los? Samson hat diesen Templern alles genommen. Mhm. Er hat ihre Seelen verdorben und sie in all das verwandelt, wogegen sie eingetreten sind. In all das, was sie gehasst hätten. Tja, er macht euch zu schaffen. Ihr lasst zu, dass euch die Gedanken an Samsons Taten quälen. Und wenn dem so wäre? Das rote Lyrium hat Samsons Verstand nicht beeinflusst. Er wusste, was er tat. Ja, wirklich? Und er wagt es so zu tun, als wäre es eine Gnade. Der Mann ist ein Monster. Dagner ist eine viel zu freundliche Kerkermeisterin für jemanden wie ihn. Oh, jetzt komm schon. Es ist vorbei, vergesst es. Alles, was ihr über Samson sagt, ist wahr. Aber es ist vorbei. Ihr müsst es hinter euch lassen. Es ist vielleicht für uns vorbei. Und für Samson. Aber nicht für jene, die noch immer unter Korypheus Kontrolle stehen. Ja, deswegen haben wir ihnen ja Dagmar gegeben. Die roten Templer mussten vernichtet werden. Wir haben Korypheus Armee zerschlagen. Einige von ihnen kannte ich vielleicht. Wäre mein Leben anders verlaufen, hätte ich sogar einer von ihnen sein können. Fragt ihr euch je, was geschehen wäre, wenn ihr nicht beim Konklave gewesen wärt? Wenn ihr nicht Inquisitor geworden wärt? Ich wäre dennoch hier. Nun ja, vielleicht nicht hier, aber unten in der Kaserne bei den anderen Freiwilligen. Ich könnte nicht einfach untätig zusehen. Nein, ich schätze, das könntet ihr nicht. Ja, und du auch nicht. Und du auch nicht. Oh, können wir nochmal anquatschen? Es gefällt mir nicht, diesen Spiegel, diesen Eluvien in der Himmelsfeste zu haben. Korypheus mag vielleicht nicht in der Lage sein, hindurchzureisen, aber was, wenn irgendetwas anderes es kann? Morrigan ist unsere Expertin für den Eluvien. Warum fragt ihr nicht sie, wenn ihr euch Sorgen macht? Das habe ich. Und? Sie meinte, ich wäre kleinlastig. Dann bot sie mir an, mir in Worten mit weniger als 4 Silben zu erklären, wie der Eluvien funktioniert.
Ah. Im Zirkel gab es eine Bibliothek. Ich bin ziemlich belesen. Natürlich. Ich bin nicht kleingeistig. Gibt es irgendetwas, wovon ich wissen sollte? Nur, dass ich nie wieder Karten spielen werde. Ich vermisse immer noch meine... Ach, was ist deine Unterhose? Warum habe ich mich nur von Varric dazu überreden lassen? Ich fand's total lustig. Weil es gut tut, sich auch mal zu entspannen und ein wenig Zeit mit Freunden zu verbringen. Ja, schon möglich. Oh, das wär's. Das wäre vorerst alles. Ich bin hier, falls ihr etwas brauchen solltet. Ja. Jetzt gehen wir dann doch geschwind zu Blackwall. Den habe ich ja sträflich vernachlässigt, den guten. Da hat's Quests. Achso, das sind die Herrschaften. Genau, das sind ja die Herrschaften, die mir Spezialisierungen angeboten haben. Aber ich habe mich ja für den Sturmweber entschieden. Da ist es Tren. So. Wo ist denn der gute Blackwall? Blackwall, da läuft er. Sprechen wir ihn mal an. Ah, bei den Pferden, mein Freund. Seid ihr bereit? Natürlich. Ich werde bis zum bitteren Ende weitermachen, Inquisitor. Es wird eine Schlacht für die Ewigkeit. Es ist mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Wenn wir verlieren, wird sie nicht als Schlacht für die Ewigkeit in die Geschichte eingehen. Ich glaube, das wird nicht passieren. Und vermutlich denkt Korypheus das auch nicht. Reden wir später weiter. Wir müssen Vorkehrungen treffen. Oh, wir sprechen ihn nochmal an. Das haben wir ja wirklich die ganze Zeit nicht getan, aber vielleicht spricht er nicht mit uns. Doch, er spricht mit uns. Wunderbar. Hallo, mein Freund. Na, du siehst nachdenklich aus. Finde ich. Trinkt ihr einen Schluck mit mir? Na, gerne. Ich könnte etwas Gesellschaft brauchen. Na klar. Geh mal in die Kneipe. Ja, ab in die Taverne. Nö, gar nicht mal. Doch, Taverne. Was los, Blackwall? Irgendwie schweigen wir nur. Als ich ein kleiner Junge war, gab es da diese Gossenkinder, die sich in der Nähe unseres Hauses auf den Straßen herumgetrieben haben. Eines Tages fanden sie einen Hund. Ein bemitleidenswertes kleines Geschöpf. Es kam auf der Suche nach Fressen zu ihnen. Sie haben ihn gefangen, ihm ein Seil um den Hals geschlungen und ihn aufgeknüpft. Furchtbar. Wisst ihr, was ich getan habe? Ihr habt sie aufgehalten und den Hund befreit? Ich habe gar nichts getan. Nicht einen verdammten Finger habe ich gerührt. Ich habe geweint. Ich sah, wie er mit den Beinen strampelte, wie sich sein Hals dehnte und krümmte. Und ich habe mich umgedreht, bin ins Haus gegangen und habe die Tür geschlossen. Ich hätte es meinem Vater sagen oder irgendjemanden informieren können, aber ich habe es nicht. Ich habe einfach so getan, als würde es nicht geschehen. Tja, ihr wart ein Kind? Ihr habt gesagt, ihr wart noch ein Junge. Ich war alt genug, um zu wissen, dass der Hund leidet und dass es falsch war. Ich hätte diese Schlinge ebenso gut selbst zuziehen können. Wir könnten die Welt besser machen. Es ist nur eben einfacher, die Augen zu verschließen. Als wir uns zum ersten Mal begegnet sind, habt ihr Bauern vor Dämonen und Gesetzlosen gerettet. Ihr seid kein Mann, der seine Augen verschließt. Höchstens ein wenig verrückt. Ich hätte wissen müssen, dass ihr es herunterspielt. Bei euch sieht immer alles so einfach aus. Wir anderen können nur davon träumen, es euch jemals gleich tun zu können. Versteht ihr es denn nicht? Es geht nicht nur darum, was damals geschehen ist. Sondern? Die Welt ist voll von solchen Hunden. Von irgendwelchen dämlichen Schwachköpfen, die nicht wissen, von wem man sich besser fernhält. Das lässt ja tief blicken. Hallo? Es wäre schön, wenn mein Programm jetzt nicht abstürzt. Okay. Nun ist er weg. Jetzt werden wir ihn nochmal anquatschen. Vielleicht erzählt er uns noch mehr. Er scheint ja einen tiefen Schmerz in sich zu tragen. So zumindest deute ich das mal, was wir hier gerade erlebt haben.
bist du? Hier könnte vielleicht was sein. Ich sollte mich mal genauer umsehen. Ja, dann gucken wir uns genauer um. Brief. Eine Nachricht von Blackwall. Inquisitor, ihr wart eine Freundin und eine Inspiration. Ihr habt mir die Weisheit vermittelt, richtig und falsch zu unterscheiden und mich, was noch wichtiger ist, den Mut gelehrt, für Ersteres einzutreten. Es war mir eine Ehre, euch zu dienen. Ja, wo ist denn der jetzt hin? Hallo? Meister Dennett, du warst da gerade. Kannst du mir was sagen? Da ist er. Sprechen wir ihn mal an, vielleicht weiß er was. Wo ist Blackwall hin? Es fühlt sich gut an, wieder zu arbeiten, Inquisition. Und ihr könnt froh sein, dass ihr mich habt. Diese Bergluft ist für viele Tiere nicht gesund. Aber ich sorge schon dafür, dass es ihnen in eurer kleinen Festung gut geht. Oh, und was gibt's Neues? Habt ihr irgendetwas Interessantes gehört? Zum Beispiel, wo gehört? Blackwall ist? Es gibt Gerüchte, irgendetwas würde hier draußen rumtrampeln. Keine Ahnung, wie man es aufspüren könnte oder ob es überhaupt... Ich bin mal sicher, dass er Cole meint. Haltet euch am besten bei eurer Forscherin über eure Kreaturen auf dem Laufenden, Inquisition. Wer weiß schon, worauf ihr stoßen könntet. Okay. Lebt wohl. Der Bauer stehe euch bei. Er weiß nichts. Jetzt ist die Frage, finden wir hier noch irgendwas? Wo ist denn jetzt Blackwall hin? Ah, Bote der Inquisition, weißt du was? Wo ist er? Die Meisterspionin hat es bestätigt. Blackwall ist fort. Und weiter? Leliana weiß doch bestimmt, wo er ist, oder? Sie weiß alles. Sie weiß nicht alles. Noch nicht. Schwester Leliana ließ uns das Quartier des Wächters durchsuchen. Es war kaum etwas zu finden, abgesehen hiervon. Sie fehlte in den Berichten von letzter Woche. Ich weiß nicht, welches Interesse Blackwall an dieser speziellen Angelegenheit hat, aber es könnte ein guter Ansatz sein. Okay, was hast du uns da gegeben? Ein zerknüllter Bericht. Leutnant Cyril Monet, einer der Soldaten, die für das Calier-Massaker von 937 verantwortlich sind, wurde in Lüdes gefangen genommen. Wie die anderen für diese Tat inhaftierten, besteht auch Monet darauf, dass er nicht gewusst habe, wen er da umbringe und dass er lediglich die Befehle seines Hauptmanns befolgt habe. Dieser Hauptmann, Tom René, ist immer noch auf freiem Fuß. Monet wird im Laufe dieser Woche nach Val-Royaux hingerichtet. Okay. Dann denke ich, haben wir doppelten Grund, nach Val-Royaux zu reisen in der nächsten Folge. Wir sind nämlich auf der Spur von Blackwall Vergangenheit. Ihr Lieben, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss.